Und ich darf mittlerweile nach 30 Wahlkampftagen in Bayern durchaus sagen, liebe Freunde, wir beenden gemeinsam das politische Jahr hier in München, im Maximilianeum. Und allein, wenn ich an das blöde Gesicht des Ministerpräsidenten denke, dass wir... Der hat in der CSU-Parteizentrale heute ein Erdbeben, aber sicherlich die nächsten Tage schlaflose Nächte. Und das ist gut so. Ja. Liebe Katrin, du hast mir mit diesem Auftritt ein wahres Weihnachtsgeschenk gemacht, weil du weißt, ich rede gern. Ne? Und im Übrigen, die fränkische Brauerei hat bis zur Tradition meiner Reden in Bayern dazugehört, mir ein gutes Bier auch geschenkt. In diesem Sinne einmal ein herzliches Prost. Prost! Ja, meine lieben Freunde, Weihnachten ist so eine Zeit. Wir haben schon. Ich habe das selber organisiert. Naja, wenn ihr am Eis wollt, dann hätte ich aber nicht verdurstet. Ich habe es verhungert. Ich habe verhungert. Also, Weihnachten ist so eine Zeit. Draußen wird es kalt, es wird früher finster. Die Menschen sind gerne zu Hause. Die Menschen sind gerne bei ihren Familien. Es ist nicht nur das christliche Fest von Jesu Geburt. Es ist in Wahrheit das Fest, es sind die Wochen, es sind die Monate, wo man in sich kehrt, wo man nach Hause kehrt, wo man in seine eigenen vier Wände zurückkehrt, nach einem langen Sommer, nach einem langen Herbst und gemeinsam mit seiner Familie das Jahr der Revue passieren lassen. Es ist die Datumsgrenze, der 31.12. Es ist das Christfest, das Weihnachtsfest am 24. und am 25., das uns besinnlich werden lässt und das uns nachdenklich werden lässt. Wir denken über unser Leben nach. Und wir denken durch die Datumsgrenze in erster Linie auch über das abgelaufene Jahr. Und wenn ich mir vor allem, meine lieben Freunde, einen Rückblick auf euer abgelaufenes Jahr erlauben darf, dann darf ich euch an dieser Stelle zu diesem glorreichen Jahr 2023, wo ihr die stärkste Oppositionskraft in Bayern geworden seid, ihr alle, ihr habt die FDP in Bayern ins Nirvana versenkt. Jawohl! Ihr habt der FDP den Wurmfortsatz von Berlin erklärt, dass Anbiederung, dass Opportunismus vielleicht zu einer kurzfristigen Machtfülle führt, aber sicherlich nicht zum Vertrauen der eigenen Landsleute. Die FDP ist in Bayern tot, ihr habt ihre Wähler ignoriert. Ihr habt die deutsche Kanzlerpartei, SPD, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die in Bayern ohne dies immer unter Artenschutz gestanden sind, wie ihre Naturparks, so klein wie sie waren. Ihr habt die Sozialdemokratie in Bayern hinter euch gelassen. Ihr habt die Sozialdemokratie deplatziert. Und was mir eine besondere Freude macht, eine persönliche große Freude macht, mir ein wahres Fest ist, ihr habt jede Truppe von selbsternannten Intellektuellen, von Moralaposteln mit dem erhobenen Zeigefinger, von Tugendterroristen und Gutmenschinnen, die Grünen innen hinter euch gelassen haben. Wer also in der AfD der Meinung ist, dass die AfD ein reiner Faktor des Ostens wäre, der irrt gewaltig. Die AfD ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Die AfD ist auf dem Sprung, eine gute, solide, alternative Volkspartei in der Mitte der Gesellschaft zu werden. Und wir werden gemeinsam uns mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes Bayerns und Deutschland gegen diese Brandmauer insofern zur Wehr setzen, weil wir deren Brandmauer größter Sprengmeister sein werden. Gemeinsam mit den Bürgern. Die mit uns diese Mauer einreißen. Ich frage mich sowieso, welchen kranken politischen Hirn es eingefallen ist, nach dem Jahr 1989 in Deutschland wieder Mauern errichten zu wollen. Diesen kleinen Ulbrichts und Honeckers erkläre ich, die Zeit des Kommunismus ist vorbei, die Zeit der Freundlichkeit ist vorbei und man wird die Bevölkerung jetzt kennenlernen, und zwar ohne Lenker. Wer glaubt, die AfD weiterhin ausgrenzen zu können? Wer glaubt, bürgerliche Wählerinnen und Wähler, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, weiterhin diffamieren zu können? Wer glaubt, in diesem Land weiterhin mit der widerwärtigen Nazikeule zu operieren? Wer glaubt, seine politischen Mitbewerber als Rechtsextremisten zu diffamieren? Wer glaubt, anständige Menschen in diesem Lande in seiner Meinung und in der Meinungsfreiheit zu neutralisieren? Der wird ein böses Erwachen leben, wenn in diesem Land der Wind of Change, wie wir ihn so nennen und ihn seit 1989 gut kennen, wieder durch die Gänge der Parlamente weht und wieder für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit, meine lieben Freunde. Das heißt, anständige Menschen, ich habe euch kennengelernt, ich kenne mittlerweile viele von euch, die Katrin und ich waren ja als Zirkus Rocali in Bayern gemeinsam unterwegs. Ihr seht, ich habe mir das Zirkus seit ausgegeben auf meinen Anzug rausgekommen lassen. Ich habe so viele gute Enten und Händeln und Bier getrunken in diesen 30 Tagen in Bayern, dass ich ja ganz aus dem Leim gegangen bin. Mittlerweile bin ich seit 3 Wochen auf Diät gesetzt, weil mein Arzt gesagt hat, der nachbarische Cholesterinspiegel ist vielleicht doch nicht das Optimale. Wir sind durch das Land gezogen, die Katrin und ich, und haben gute Leute kennengelernt. Gute Menschen mit Herz. Gute Menschen mit Herz, die dieses alte bayerische Motto, das zum Beispiel ein Franz Josef Strauß einmal kreiert hat in diesem Land, und davor Goppel und wie sie alle geheißen haben, das Leben und Leben lassen zu einem Lebensprinzip gemacht haben. Dieses Leben und Leben lassen ist auch ein Lebensprinzip der AfD, einer großen AfD, die für alle gesellschaftlichen Unterschiede einer pluralen Gesellschaft Verständnis hat, aber am Ende wehrhaft und mutig genug ist, Heimat und Identität und liberale und offene Gesellschaft zu verteidigen. Das ausgerechnet die Verteidiger von Meinungsfreiheit, von Menschenrechten, von Demokratie als Nazis diffamiert werden, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Am 8. Oktober, vor etwas mehr als 2 Monaten, haben islamistische Terroristen Israel angegriffen. Und binnen von wenigen Stunden 1400 unschuldigen Menschen das Leben gekostet. Sie haben sie dahingemetzelt. Sie haben Frauen vergewaltigt, Kinder bei lebendigem Leib verbrannt, ermordet und das Leben ausgelöscht. Wenige Tage darauf ist inmitten der europäischen Gesellschaften Folgendes passiert. Nach der anfänglichen Trauer über den verheerenden Terroranschlag haben sich die Schläfer in Europa, in Deutschland, in Österreich selbst zum Erwachen gebracht und sind mit ihrem wahren Gesicht auf die Straßen gegangen. Sie haben Hamas-Flaggen mit sich mitgetragen, sie haben Taliban-Flaggen mit sich mitgetragen, sie haben Al-Qaida-Flaggen mit sich getragen, sie haben Israels Flaggen verbrannt. Meine lieben Freunde, wer seit dem 8. Oktober und darüber hinaus noch immer glaubt,
dass Frau Angela Merkel, Herr Markus Söder, Herr Olaf Scholz, Herr Habeck und Frau Baerbock. Tatsächlich friedliche, kultivierte, intelligente, solidarisch denkende, akzeptable und respektable Mitmenschen aus aller Herren Länder die letzten 8 Jahre nach Deutschland zwangsimportiert haben, der sollte sich spätestens seit dem 8. Oktober fragen, wo er denn wieder aufgewacht ist, wenn ich in den größten der Gefahr nach dem Garten schreibe. Wer also die offene Liberale, die rechtsstaatliche, die säkulare Gesellschaft Europas, Deutschlands, Österreichs, Italien, Kroatiens, Frankreichs verteidigen muss, muss in Wahrheit die Feinde unserer Demokratie und unseres Zusammenlebens definieren, muss sie laut und deutlich aussprechen und muss sich auch zu dem Satz durchringen, dass einzelne Muslime selbstverständlich Bestandteil unserer Gesellschaft sein können, aber der Islam niemals Bestandteil Europas. Die AfD, die die geistigen Brüder der Hamas und Taliban hier auf europäischem Boden bekämpft, von jenen Sonntagsdemokraten und Gutmenschinnen als Faschisten dafür verleumdet werden, ist in Wahrheit die Selbstverleugnung von christlichen Parteien, die sich nur mehr nach dem Namen der Welt schimpfen, aber Jesus Christus wie nach dem dritten Hahnenschrei für ihre Silberlinge verraten haben. Die CSU, die CSU. Denn es sind heute die vermeintlichen, denunzierten und diffamierten sogenannten Nazis, die das Christentum, den christlichen Kontinent und darunter unsere älteren Brüder, die jüdischen Mitbrüder verteidigt und für deren Sicherheit in Deutschland sorgt. Und sicherlich nicht jene, die frei nach Karl Lagerfeld zuerst 7 Millionen von ihnen umgebracht haben und dann die ärgsten Feinde von ihnen ins Land wieder hereingeholt hat, wie Frau Merkel die Raute des Grauens. Die letzten 2 Monate gesehen, dass das, was manche integrieren wollten, in Wahrheit unintegrierbar ist. Dass manche von den etablierten Parteien es tolerant gesehen haben, in Wahrheit intolerant ist. Aus lauter Toleranz werden wir uns früher oder später selbst umbringen. Aus lauter Toleranz werden wir uns abschaffen. Aus lauter Toleranz werden wir uns entleiden. Meine lieben Freunde, was heißt tolerieren? Tolerieren heißt ertragen. Nur irgendwann ist es auch mit dem Ertragen so weit, dass wir diese Last des Ertragens einfach nicht mehr tragen können. Und zuerst an unsere Landsleute, an deren Kultur, an deren Demokratie, an deren Rechtsstaat und an deren Heil sorgen müssen, bevor wir uns um die Probleme aller Herren Länder und deren Abkämpfe. Wer hat daher die Grundsätze und die Heimat und die Identität und die Demokratie und die offene Gesellschaft verraten? Das waren die Christdemokraten. Wer hat euch verraten? Die Christdemokraten. Richtig. Das war Angela Merkel. Die 2015 gemeint hat, wir schaffen das. Sie schafft es aber nicht, dazu gesagt hat, ihr Ziel ist es, Deutschland abzuschaffen. Und da treu an ihrer Seite Individuen wie Markus Söder. Und wisst ihr, was ich besonders spannend finde? Dass ihr unter Verfassungsschutzbeobachtung steht, für eine Forderung, dass ihr den radikalen Islam in Deutschland nicht wollt,
Aber der Herr Friedrich Merz, der Nachfolger dieser Frau Merkel, es nun copy-paste in sein Parteiprogramm schreibt, um die Menschen ein weiteres Mal zu belügen. Sie sind Lügner und Betrüger. Sie sind Heuchler. Jene, die den Zustand der gegenwärtigen Unsicherheit, der gegenwärtigen Entfremdung angerichtet haben, sind jene, die nun schreien, Alter, den Ding! Genau. Wir Österreich haben dafür einen Ausdruck. Biedermann und Brandstifter. Richtig. Sie sind Biedermänner. Brandstifter, genau. Und sie sind Brandstifter. Sie schneiden zuerst dem deutschen Volk die Gurgel durch und dann sagen sie, wird schon aufhören zu bluten. Sie sind Biedermänner und Brandstifter. Und weil ihr sie entlarvt, meine lieben Freunde in der AfD, seid ihr Staatsfeind Nummer 1. Weil ihr die Heuchelei und den Opportunismus des derzeit herrschenden politischen Regimes entlarvt, seid ihr die Feinde des Regimes. Und werdet als Undemokraten, als Faschisten, als Nazis, als Rechtsextreme diffamiert. Meine lieben Freunde, ich komme aus der Steiermark, komme aus Österreich. Bin am 1. März 1992 Mitglied der Freiheitlichen Partei Österreichs geworden. Und habe seit 2015 keine Parteimitgliedschaft mehr, weil ich sage, ich unterhalte mir die Unabhängigkeit. Wie wir in den 90er Jahren darauf aufmerksam gemacht haben, ist auf der Titelseite des Times Magazine gestanden, Jörg Haider, der neue Hitler Europas. Ja, ja. Erinnert euch. Er ist durch die TV-Stunde in Deutschland gedingelt und wurde als Nazi und als Rechtsextremer beschimpft. Heute ist über alle Parteigrenzen hinweg, über alle Medien hinweg, State of the Art in Austria, dass Jörg Haider einer der Gründerväter unserer Republik ist, ein großer Staatsmann war und ein großer Landesmann. Dieselben, die im Jahr 2000, am 5. Februar 2000, mit EU-Sanktionen gegen Österreich wegen der Regierung und der Beteiligung ihr Kaiders diffamieren wollten, sind spätestens nach dem 10. Oktober vor seinem Grab gestanden und mussten ihm den letzten Respekt erweisen und über alle Parteigrenzen hinweg, wie zum Beispiel der sozialdemokratische Bundeskanzler Alfred Dusenbauer Bescheid. Jörg, du wolltest viel, du hast vieles erreicht, wir danken dir. Jene, die ihn über Jahrzehnte diffamiert haben, genauso wie man euch heute diffamiert auf den Straßen, in den Gemeinden, in den Kreisverbänden, im Landtag. Heute hat mir ein Landtagsabgeordneter, der erstmalig in der jetzigen Legislaturperiode für die AfD im Landtag sitzt, gemeint beim Buffet draußen, bei dem ich nicht zuschlagen hätte sollen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es in diesem Landtag zugeht. Stell dir vor, nach der Rede einer Katrin Ebner-Steiner geht ein anderer Fraktionsvorsitzender hinaus und sagt, Frau Ebner-Steiner, Sie sind ab wie Abführmittel. Wenn man es nimmt, kommt hinten eine braune Scheiße raus. Boah, hui! Hui! Abführmittel! Jene, die behaupten, die AfD würde die Würde des Hauses verletzen, richtig, die Würde der AfD verletzen, sind in Wahrheit jene, die mit einem ganzen Benzinkanister durch die Gegend rennen, okay, und die Hütte anzünden. Was ist das für ein Umgang? Ich bin hart in der Sache. Ich bin nicht immer fair im Ton. Ich bin zynisch, ich bin sarkastisch. Ich drehe sie immer wieder auf den Boden. Aber was ist das für ein Ton, einen Menschen mit dem Abort, mit den Fäkalien zu vergleichen? Sind die AfD-Funktionäre so vogelfrei, dass man sie in alter NS-Manier als Ratten diffamiert? Nein. Hat man die AfD-Mitglieder und Freunde und Wähler
tatsächlich so für vogelfrei erklärt, dass man behauptet, dass in christlichen Kirchen kein Willkommen mehr hat? Ein Münchner Kardinal. Taliban von München, wie ich immer sage. Nein. Mein Herr wäre ja besser als Großmufti von Istanbul aufgehoben. Erklärt doch tatsächlich ex cathedra von höchster Lehrautorität herunter, AfD, bewunderbar AfD-Funktionäre, AfD-Mitglieder, AfD-Wähler haben als Laien in der christlichen, in der katholischen Kirche nichts mehr verloren. Ah ja. Das ist jener Kardinal und Erzbischof von München, der am Tempelberg sein Brustkreuz herunternimmt, weil er sich für Jesus Christus geniert, meine lieben Freunde. Wenn am Ende die AfD mehr für christliche Werte dieses europäischen Kontinents, mehr für die christliche Identität, mehr für die christliche Heimat dieses Kontinents eintritt, als die bezeugten Kirchenfürsten der römisch-katholischen Kirche, meine lieben Freunde, dann geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Auch wenn das Kamel am Münchner Bischofsplatz 200 Kilo hat. Aber ich habe eine gute Nachricht, eine weihnachtliche, eine persönliche Nachricht für euch. Wenn ihr nicht mehr Laien in der katholischen Kirche sein dürft, braucht ihr euch keine Kirchensteuer mehr zahlen. Der wird umgekehrt. Wenn man euch nicht will, beteiligt euch nicht daran. Ich bin Katholik, ich bin Christ. Ihr riecht es mir schon mit den Brüdern. Wenn es sein muss. Ich bin da eher nach der Tradition des guten alten Savonarola unterwegs, nämlich. Ja? Brand- und Bergpredigt. Also wenn sich einer von denen mit mir anlegt, von dem schwarzen Rot, dann duscht es meistens. Ja? Weil ich gehöre nicht, ich bin eher alttestamentarisch, um das zu sagen. Das heißt, ich halte nach der Linken nicht die Rechte hin. Es kann sein, dass zwischendurch auch was. In was für einer polarisierten Stimmung reden wir? Ein Fraktionsvorsitzender der drittstärksten Landtagsfraktion wird mit Abort gleichgesetzt. Der Kardinal sagt im Rahmen der Hexenverbrennung, die AfDler gehen alle aus der Kirche aus. Der Verfassungsschutz diskutiert, ob er euch unter Kuratel steht und euch verbieten will. Und in der Zwischenzeit marschieren jede Woche 500 Terroristen in das Land, samt ihre Hamas-Flaggen. Jawohl! Daher frage ich euch, wer sind denn die wahren Feinde der Demokratie in Deutschland? Söder. Das etablierte Parteiensystem oder eine Alternative, die nach langen, traurigen Jahren der Frau Merkel den Menschen in dem Land endlich wieder eine Alternative, so etwas wie Hoffnung gibt. Ja. Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Hoffnung. Wir feiern den nächsten Tag Weihnachten. Wisst ihr, wir können alle sehr glücklich sein. Abgesehen davon, ihr habt heute ein gutes Papa bekommen und die meisten von euch schauen nicht so aus, dass sie den frühen bayerischen Hungertod sterben und sie der Bandelkramer noch vor Weihnachten mitreißt. Schaut alle recht gesund aus. Ja, danke. Kalt. Ansehen. Bei manchen ist es halt so wie bei uns in Tirol oder in der Steiermark. Man merkt, es waren bei manchen Familien die Winter sehr lang und kalt und da hat man dann zusammengekuschelt. Gut, das schwer hat man jeder verstanden, das ist vollkommen falsch. Manche Menschen in diesem Land sind nicht so privilegiert, dass sie heute im Bayerischen Landtag stehen dürfen. Und auf Einladung, danke dir, Katrin, und deines gesamten Landtagsdienstes, deiner 32 Abgeordneten, hier in diesem heiligen Hall der bayerischen Innenpolitik empfangen worden sind. Manche sind nicht so privilegiert wie ich, dass ich vielleicht vor Weihnachten nicht die Sorgen machen muss, was ich meinen Liebsten, meiner Mama, meiner Mutter schenken kann, sondern ich kann es mir leisten.
Ich habe mehrere Kredite dort. Es funktioniert. Manche fallen manchmal aus, aber dann helfen andere noch. Ich brauche mir keine Sorgen machen um meinen gedeckten Tisch am Weihnachtsabend. Ich brauche mir keine Sorgen machen, ob ich im Jänner die Stromrechnung zahlen kann. Ich brauche mir keine Sorgen machen, ob ich die Gasheizung zahlen kann. Ich brauche mir keine Sorgen machen, ob ich meinen Patenkindern zu Weihnachten ein Geschenk mache. Aber wir leben in einem Land, inmitten Europas, das einst die stärkste Volkswirtschaft Europas war, in dem sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer mehr Menschen Gedanken machen, ob sie denn ökonomisch noch überleben. Wir leben in einem Land, wo es die letzten Jahre sehr, sehr kalt geworden ist. Und ich meine nicht nur die politische Auseinandersetzung, die sich zunehmend polarisiert, um nicht zu sagen, wie einem Hexenkessel herrscht. Ich meine die Kälte, die herrscht, wenn Menschen so verzweifelt sind, dass sie in München um 1 Uhr in der Früh, damit sie keiner sieht, von einer Mülltonne zur anderen gehen, um irgendwas Essbares zu bekommen. Und das vor Weihnachten. Eine Schande. Das macht mich traurig und macht mich betroffen. Wir haben in Österreich einen Bundeskanzler, der der Meinung ist, wenn sich die Menschen nichts zu essen für ihre Kinder leisten können, dann sollen sie zu McDonald's. Pfui! Abwählen! Wir haben in Deutschland Politiker, die vor den wahren Lebensumständen der Menschen nichts mehr wissen. Sie wissen nicht, was ein Viertel Kilo Butter kostet. Sie wissen nicht, was das Kilo Mehl kostet. Sie wissen nicht, dass die Gaspreise angezogen haben. Sie wissen nicht, dass die Mieten um 14% gestiegen sind, weil sie haben keine Mietwohnungen, sie haben Eigentumschalets. Nichts Unanständiges. Sie haben sich aber auf Kosten des Steuerzahlers geleistet, dem sie eigentlich im Wort sind und den sie eigentlich schützen sollten. Richtig. Viele Menschen wissen zur Stunde am heutigen Mittwoch vor Weihnachten, eineinhalb Wochen vor Weihnachten nicht, wie sie über die Runden kommen, ob sie noch Einkommen zum Auskommen. Und das macht betroffen, das macht traurig. Es braucht daher in Deutschland wieder eine Politik, die die Menschen vor dem Wahnsinn des politischen Establishments schützt und sie nicht noch weiter in den Abgrund treibt. Es war eine deutsche Bundesregierung, die vor 2 Jahren der Meinung war, führend mit den Vereinigten Staaten von Amerika, von denen ich gerade komme, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beginnen, der nach 14 Sanktionspaketen die russische Wirtschaft zur viertstärksten Wirtschaftskraft unter den G20-Nationen gemacht hat und die deutsche Volkswirtschaft auf Platz 20 deplatziert hat. Ich bin kein Freund Wladimirs. Ich bin kein Knecht des Kremls. Ich bin aber auch nicht der nützliche Idiot eines geriatrischen Patienten in Washington, der seinen eigenen Namen hat. Wessen Knechte sind also der Herr Scholz, der Herr Merz, die Frau Baerbock, der Herr Habeck, der Herr Lindner? Sind sie die Knechte des deutschen Volkes? Oder sind sie die Knechte der transatlantischen Pakte ins Weiße Haus und der USA? Diese Frage muss man sich einmal stellen. Ich brauche weder sowjetische, kommunistische KGB-Agenten in München, ich brauche aber auch keine amerikanischen CIA-Agenten in Bayerischen Landtag. Sie berufene Politiker, die nicht in einer Anwandlung von geistiger Umnachtung nach Nussland fahren, um dort die Fondlinie zu besuchen, nach einer 360-Grad-Wendung Nussland den Krieg zu erklären. Das braucht man nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt Politiker, deren Meinung teilt man nicht. Man bekämpft ihre Standpunkte.
Ich akzeptiere es, wenn es Parteien gibt, die die inhaltlichen Standpunkte der AfD bekämpfen. Und ich akzeptiere es, wenn die AfD die inhaltlichen Standpunkte der Grünen bekämpfen. So ist ganz was Normales. Und ich akzeptiere, wenn es so etwas wie einen aggressiven Mitbewerb gibt. Vielleicht gibt es auch manchmal so eine leichte Anwandlung von Feindschaft. Aber wisst ihr, was absolut letztklassig ist in Wahrheit? Wenn Politiker wie in Deutschland nicht mehr ernst zu nehmen sind. Wie soll ich mich mit einem inhaltlichen Standpunkt einer deutschen Außenministerin ernsthaft auseinanderzusetzen, die in Wahrheit ihre eigene fleischgewordene Karikatur geworden ist? Über die lacht die ganze Welt. Hörst du alle Hallen und alle Staatskanzleien des gesamten Globus schreien? Ein Hans-Dietrich Genscher hat man nicht verraten. Und ich sage euch auch eines: Auch einen Guido Westerwelle hat man nicht verraten. Die alten Ehrenwert, die man mit der Zeit der Verklärung als großartig sieht und man sagt, bah, die Zeit und dann Genscher. Und der Nächste kommt, ja, die Zeit und dann Abelard. Es sind nicht immer nur die Alten. Es gibt auch Junge, die ehrenwert sind. Aber mein Problem ist, es gibt immer weniger davon. Wenn also eine deutsche Außenministerin eine Lachnummer ist, dann kann sich kein Mensch erwarten, dass sich eine politisch-demokratische Partei in diesem Land oder eine Bevölkerung in diesem Land mit ihr ernsthaft auseinandersetzt. Wenn ein deutscher Kanzler dementer erscheint, als der sich in Pflegestufe 7 vor sich hinstolpernde US-Präsident Joe Biden befindet, also wenn man selbst sagt, dass die Mumie von Tutankhamun lebhaftiger erscheint als der deutsche Bundeskanzler. Und auf jedem Friedhof in Hinterscheiß-Klapperburg am schiefen Laternenmasten mehr Leben herrscht als in der deutschen Sozialdemokratie. Erwartet ihr doch nicht von mir, dass ich mich mit solchen Narren ernsthaft auseinandersetze. Es gibt einen Tag, wo ich mich mit den Narren auseinandersetze. Das ist der Forschungsdienstag. Aber deswegen muss man ja nicht 365 Tage in Deutschland machen. Meine Freunde, ihr wisst ja gar nicht, kommt einmal zu mir nach Österreich. Wirklich, ich lade euch ein. Und vielleicht übernimmt sich eine Staatsbürgerschaft. Also wenn ihr euch geniert, wenn ihr euch geniert für Deutschland, für die Bettbrunnen, so wie man bei uns so schön sagt, dann kommt zu uns und nehmt sich eine österreichische Staatsbürgerschaft. Ihr seid die einzigen Asylbewerber, die wir sofort integrieren, binnen von einer Minute. Das ist überhaupt kein Problem. Aber kommt einmal nach Österreich. Fahrt nach Italien, fahrt nach Belgien rüber, seid ihr nicht weit davon entfernt, an der französischen Grenze, lest dort die Zeitungen. Lest die Zeitungen, was unsere Journalisten, gut, das ist keine giftige Lehre, aber in dem Fall haben sie nicht unrecht, über eure Regierung schreiben. Wir haben den Eindruck, ihr habt ein Ausgang bei den offenen Psychiatrien bei euch. Also. Und wir rennen bei euch an einer völligen Programmierung. Und so unterschied ist, wir sitzen auf der Regierungsbank. Denn es geht am Ende um nichts weniger als um Freiheit. Es geht darum, dass jeder, der selbstständig arbeitet, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, wir sitzen im selben Boot, aus dem, was er tut, eine ökonomische Freiheit entwickelt, dass am Ende eben kein Souverän, kein Staat, kein Autokrat oder Diktator uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Warum? Weil wir in einer Demokratie sind und uns selbst.
unsere ökonomische Freiheit habe. Wenn wir aber in Deutschland eine Regierung haben, die die leistungsbereiten Menschen in die Arbeitslosigkeit und in die Konkurse treiben und aus uns hilflosen Zuschussbezieher machen, kollektiv, dann geben sie uns zwar eine Sozialleistung, aber sie rauben uns nichts weniger als unsere ökonomische Freiheit. Es ist ein Danaergeschenk, Sozialleistung zu bekommen. Es ist ein Danaergeschenk. Warum? Weil es einen abhängig macht. Und ich habe mir mein Leben immer so gestaltet, dass ich größtmöglich von keiner Institution, von keinem Herrscher dieser Welt abhängig bin. Parteien wie der AfD ist es, diese ökonomische Unabhängigkeit zu erkämpfen. Und weil ihr für Freiheit steht und Freiheit erkämpfen wollt, werdet ihr in Wahrheit behandelt wie Revolutionäre unter Diktaturen für Vogelfreiheit. Weil ihr für Meinungsfreiheit steht, bekämpft man euch, weil das System es nicht duldet, dass die Meinung von ihrer Meinung abweicht. Es ist eine trügerische Meinungsfreiheit, wenn man nur jene Meinung vertreten darf, die die Mächtigen haben. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Das ist die Vorhöhe des Faschismus im Übrigen. Jedes faschistische Regime hat immer zuerst mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Meine Freunde, ich komme aus New York, habe einen leichten Jetlag noch, habe gestern meine Sendung gemacht. Liebe Grüße von Sebastian Barmene, hat die AfD schon fast ins Herz gestoßen. Aber nur fast. Ich war in New York bei der Gala, der junge Republikaner. Ehrengast war dieses Jahr Donald Trump, der US-Präsident, der 45. und von dem ich hoffe, dass er der 47. US-Präsident ist. Warum will ich das? Sage ich euch auch. Nicht, weil ich auf Orange Rohr stehe. Auch wenn ich einmal der Obmann der Orange in Österreich war. So weit ist meine Liebe nicht. Sondern weil ich glaube, dass Donald Trump eine Riesenchance für Europa ist. Er war nämlich der erste US-Präsident in einer Geschichte von Jahrzehnten von US-Präsidenten, der keinen neuen Krieg begonnen hat. Er war der erste US-Präsident, der nicht mit der Lunte durch den Nahen Osten gezogen ist und ein Fadenbeer nach dem anderen veranstaltet hat, wovon wir Europäer mit den Flüchtlingen immer die Kropfen schlucken haben für die Kriege der USA. Der in Wahrheit mit seinem Rückzug aus der NATO Deutschland und anderen europäischen Ländern die Chance gegeben hat, endlich erwachsen zu werden, endlich eine eigene Sicherheits- und Außenpolitik abseits der USA zu formulieren. Wenn sich ein Donald Trump aus Europa zurückzieht und als Macht, die sogenannte Macht der Weltpolizei, heißt das nichts anderes, dass wir endlich die Chance haben, unser Leben in die eigene Hand in Europa zu nehmen. Donald Trump war nicht unser Feind, ganz im Gegenteil. Dieser Mensch ist unser Freund. Und nicht nur das. Ich bin dort 2 Stunden erlebt. 2 Stunden Rede. 78 Jahre. Ohne Telefon. Voll Witz, Charme, Humor, einem brillanten Gedächtnis und einer tadellosen Rhetorik. Im Gegensatz zu seinem derzeitigen Anzinghauer, wogegen manche im Sterben liegende 98-Jährige noch mehr Vitalkräfte besitzt. Naja, da kann man schon nichts tun. Der 98-Jährige, wo jetzt nicht mehr die Ehe überraschend kann man nicht mehr sprechen.
ist der Donald Trump ein Mensch, dem ich es zutraue, dass er als 47. US-Präsident Amerika wieder auf Linie bringt, die Kriege in der Ukraine beendet und auch den Palästina-Konflikt gütlich regelt. Warum? Weil Donald Trump kein Politiker ist, sondern ein Unternehmer. Und weil der Unternehmer dealt. Und mir ist in Wahrheit der Dealer in dem Amt lieber als noch so manch verlogener Diplomat, der in Wahrheit immer das Geld von ihren Mächten bekommt, wo wir nicht einmal genau hinschauen wollen. Aber warum erzähle ich das? Nur am Samstag bei der Gala, es gab im Vorfeld einen Empfang für Honored Guests und Speakers. Ich war als Europäer der Ehrengast. Bedanke ich mich immer bei meinen Freunden von den Republikanern, das ist für mich eine große Ehre. Sag ich mal, es ist a lifetime honor for me. Und ich sehe dort bei den Mitempfang, hier waren alle in Smoking, einen in weiß gekleideten jüngeren Burschenschein. Und ich habe ja TikTok. Das haben vielleicht nicht alle da genommen, aber einige. Und da steht dort, denke ich mir, das ist doch der Jeremy Fragrance. Das ist doch der Parfum-Influencer. 12 Millionen Follower hat der Typ. Mehr Follower als die CDU Wöller auf dem Namen. Und im Übrigen mehr Follower als alle uns keine gemeinsamen Konten haben. Und geht zu dem hin und sagt, Jeremy, was machst du da? Und er sagt, ah, was weiß ich denn her? Er wollte sich das einmal anschauen, er wollte sich immer mal sagen, du hast geiles Mann, der wohnt im gleichen Haus, er hat den Airbnb-Apartment in dem gleichen Haus, wo seine Freunde waren. Und er sagt, was machst du da? Sag ich, ich war ein österreichischer Politiker, Polizist, der hat mich vorgestellt und alles. Na, super klasse. Er macht mit mir ein Video und Selfies, schenkt mir ein Parfum, war wirklich nicht ein sympathischer, junger, erfolgreicher Typ. Manche sagen durchgeknallt, ich sage, die Kreativen sind immer erfolgreich. Ich bin auch immer wieder kreativ und durchgeknallt, ja. Und ich bin auch nicht für voll. Ihr vollstes Verständnis für die Welt, der Künstler war auch mal besser aufgestellt. Danke für die Gelegenheit an die wunderbaren bayerischen Künstler, die mich nach meinem Auftritt mit Steirer meines Werdes noch wehren werden. Ja. Heute bin ich froh, der Poster des. Am nächsten Tag geht in Deutschland die Medien über. Sky kündigt mit ihm die Verträge, Aldi Nord kündigt mit ihm die Verträge, weil er sich erlaubt hat, unter anderem mit mir ein Foto zu machen. Man nennt es Kontaktschuld. Also, was ich damit sagen will, die Meinungsfreiheit ist bedroht. Wenn man Menschen in ihrer Ökonomie, in ihrer ökonomischen Freiheit, in ihrer Existenz bekämpfen will, weil sie eine andere Meinung vertreten oder noch schlimmer, ein gesellschaftliches Foto mit einem Menschen machen, der eine eigene Meinung vertritt, ohne dass sie per se noch meine Meinung vertreten müssen, und man bekämpft sie wie Mittelalter mit Hexenscheiterhaufen. Ja, dann frage ich mich, leben wir im 21. Jahrhundert oder leben wir in der Heiligen Inquisition? Ja. Wenn ich übrigens hier sogenannte Kontaktschulen-Selfies machen will, ich stehe dann da vorne zu gucken. Aber Vorsicht, ihr könnt da einen Job dabei verlieren. Post, ich habe euch mal geschrieben. Macht mit mir Fotos und postet das kräftig. Hey, die ganze Zeit. Meinungsfreiheit, Demokratie, wirtschaftliches Gefühl, ökonomische Freiheit. Daher ist es umso wichtiger, dass es in diesem maroden Sumpf endlich wieder einen Hecht gibt, der die Karpfen vor sich hertreibt. Und wenn dieser Hecht ein blauer Hecht ist, oder in diesem Fall eine Hechtin, meine liebe Gattin, dann bin ich darauf sehr stolz und wünsche dir, der gesamten AfD Bayern, alles Gute und toi toi toi. Der Wähler hat dieselben Instinkte wie eine Trüffelsau. Der Wähler verzeiht euch vieles. Wirklich. Ihr könnt euch locker den Isar stellen, er wird euch trotzdem.
Ich meine, jetzt wird das vielleicht mal frische Leute aussuchen. Ich meine, das Auge mitnimmt. Man muss ja nicht die Vollstufe zur Endstation Weight Watchers sein, wenn man den Ding sein kann. Sollen schon ansehnliche Menschen sein. Nein, ich. Der Wähler verzeiht euch vieles. Ist was der Wähler euch nicht verzeiht? Streiten. Jetzt in der letzten Legislaturperiode ein Bild von euch gegeben, vor allem in der Führung dieser Partei, wo ich gelinde sagen muss, es war verheerend. Ich nehme mit, na, du sprachst nicht mit Klatschen. Es kommt ja groß Klatschen mit. Ich nehme mit Freude und großer Genugtuung zur Kenntnis, dass ich eine bayerische AfD erlebt habe, die in diesem Wahlkampf unter dir Spitzenkandidatin so geschlossen wie noch nie agiert war und damit ihr historisch bestes Ergebnis gemacht haben. Ich erlebte vor 4 Wochen in Kelheim bei einer Klausur, an der ich teilnehmen durfte, und heute im Rahmen des Tages bei euch hier im Landtag, herzlichen Dank für deine Einladung, das ist mein erster Auftritt im Landtag, nicht der letzte, keine Sorge, ich werde nicht Ministerpräsident. Ich bleibe immer Präsident der Herzen in Österreich. Das Wort ist gut, die Frisur, wie immer. Was will ich mit 13 Millionen, wenn ich meine Augen kann? Das ist vollkommen in der Hand. Ich habe also eine Gruppe kennengelernt in den ersten Fraktionssitzungen, wo ich merke, die Wunden der Vergangenheit werden geschlossen. Du bist also wirklich eine, was das betrifft, eine Mater Bavaria der AfD geworden. Eine Mutter der bayerischen AfD. Du bist eine, die wie das Volk denkt und wie das Volk spricht. Und das ist gut so. Und ich habe eine AfD jetzt kennengelernt, wo ich hoffe, dass alte Wunden geschlossen werden. Ihr habt das Land überdrücken, der Heilungsprozess dauert seine Zeit. Ich hoffe, eine AfD erleben zu können, die verantwortungsvoll ihre Listenaufstellungen durchführt, auch im Hinblick auf die EU-Wahl und die Bundestagswahl. Ich hoffe auf eine AfD, die den politischen Gegner nicht Steinvorlagen liefert und nicht gewinnt, weil die anderen so schlecht sind, sondern weil man schlicht selbst der Beste ist. Und ich hoffe auf eine AfD, und das ist mein Wunsch als Christen, die wie eine verschworene Gruppe von Freunden diesen Markus Söder, auch Söderlein genannt, die Hölle heiß macht, meine Freunde. Ich werde irgendwann einmal die nächsten Monate in Deppendorf beim heiteren Bezirksgericht sehen. Da werde ich ihn auch die Hölle heiß machen. Ich werde ihm dort meine Knicker zeigen, denn wo er den Flaschenöffner ist. Das ist also nichts Ungewöhnliches, man kann sich in 22 Geschlechtern unterteilen. Mein Messer kann ein Wintermesser, ich bin ein Rauschmesser. Die wir gewonnen haben, besser besitzen sind bei einer Wurscht. Meine lieben Freunde, bleibt eine verschworene Gruppe, bleibt Freunde, Feind sein, zusammen bleiben, bleibt zusammen und ich sage, was bei der nächsten Landtagswahl in 5 Jahren seid ihr bei 25% und irgendwann wird man an euch als Regierungspartner in einer Regierungsverantwortung einfach nicht mehr rumkommen, weil es der Wunsch des Volkes ist. Vielleicht nicht eine solche originelle weihnachtliche Festrede, sehr vielleicht gewünscht, dass ich nicht wieder mal teilgenommen habe. Wenn wir einer machen, aber in jedem Fall von mir, von Herzen, an euch alle. Ich wünsche euch friedliche, besinnliche und vor allem gesegnete Weihnachten. Frohe und gesegnete Weihnachten. Im Kreis der Rolle. Für jene, die zu Weihnachten alleine sein müssen, schaut einfach meine Videos an, oder was zu tun.